So, hallo zusammen. Wie gewünscht von einer Person, aber gewünscht ist gewünscht. Heute Video zu den Solenopsis fugax, wobei ich da noch eine Kleinigkeit mit anhängen werde, was ich gestern zufällig entdeckt habe. Das kam mir schon eine Weile spanisch vor und ich hatte keinen Verdacht, aber ich war dann doch sehr überrascht, was ich da gestern gefunden habe. Aber dazu später mehr. Zunächst mal Solenopsis fugax ist Deutschlands kleinste Ameise, die es gibt. So, scharf ziehen. Ein bisschen zoomen. So, da ist die erste mit einer Menge Brut. Ich habe es jetzt nicht nachgelesen, aber ich gehe davon aus, da die Solenopsis fugax sehr spät im Sommer, also schon Ende Oktober, schwärmen, die erst eine Winterruhe brauchen, bevor sie anfangen, Eier zu legen. Ich glaube, das ist so. Bei mir war es bis jetzt jedes Mal so, dass erst eine Winterruhe passieren muss, bevor sie dann anfangen, tatsächlich Eier zu legen und ja, dann auch richtig loszulegen. Ich hatte Ende Oktober relativ viel gefangen, relativ viele aus Spinnennetzen und von Treppenstufen gerettet. Und es war wirklich eine große Menge. Das war sehr vorteilhaft, denn über die Winterruhe sind auch einige verendet. Warum, weiß ich nicht. Ich hatte teilweise auch kleine Grüppchen gebildet im Reagenzglas, so 3 bis 4. Auch einige einzelne. Es sind jetzt mehrere einzelne übrig, weil die anderen darin einfach die Winterruhe nicht überstanden haben. Das ist jetzt mir mal die erste. Da kann man es einigermaßen. Es ist ein bisschen. Das Handy ist halt nicht so, aber man sieht es. Einen schönen Haufen Eier. Sehr gut. Und so sieht es eigentlich bei fast allen aus. Dann gucken wir uns mal die nächste an. Beziehungsweise. Ich muss es. Das machen wir nachher. Hier hinter diesem Glas verbirgt sich nachher die Überraschung, die mir da gestern brutalst aufgefallen ist. Da wird es jetzt dann so ein bisschen Videotagebuch geben. Mal gucken, wie das so weiterläuft. Hier ist die nächste Solenopsis. Ist immer ein bisschen schwer, jetzt zieh scharf. Die hatte auch schon Eier, wie ich gesehen hatte. Das ist jetzt ein bisschen blöd, das so zu sehen. Da oben am Kopf, direkt an den Fühlern. Sieht man die zwei weißen. Sind wahrscheinlich mehr wie zwei, aber ist jetzt auch mal egal. Auf jeden Fall sind da auch da. Wieder zumachen, da reinschieben. So. Das gleiche. Die Reagenzgläser sind ein bisschen zu groß. Deswegen lassen die sich nicht so ein bisschen blöd. Ja, das ist das Falsche. Da ist. Da ist sie. Und da unten links sieht man auch die Eier. Das sind, glaube ich, die Eier, wie es aussieht. Das war Nummer 3. Und hier Nummer 4. Es geht ein bisschen einfacher raus, ist ein bisschen dünneres Glas. Ne? Hier ist auch eine und die hat auch gut Eier. Sehr gut sogar. Also die, wo es überstanden haben, die Winterruhe, muss ich sagen, haben ganz schön viel Brut. Da unten geht es jetzt noch weiter. Also haben schon einige überlebt. Natürlich nicht die Menge, die ich gefangen hatte, was ich ein bisschen schade fand. Aber gut. Es dürfte auch Brut sein, da die weißen. Und so geht es dann durchgehend weiter. Ich will es nicht, werde es wahrscheinlich nicht alle zeigen. Es sind aber
Sind aber genug, dass auch da auch relativ viel Brot. Wer da welche möchte, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Soll ich es verlosen? Ich werde da ein paar abgeben. Mit Sicherheit. Sehr gern sogar, weil ich die nicht alle behalten möchte. Da stellt sich dann halt die Frage, was ist die Frage? Im Endeffekt läuft es nachher so, dass ich tatsächlich erst, wenn genug Arbeiterinnen da sind, und das ist einfach so, und da wird sich auch nichts ändern, ich verschicke die nicht jetzt. Das wird erst bis in ein paar Wochen, beziehungsweise in Monaten. Ja, ich denke Wochen, also Monate werden es keine sein. Da ist auch noch eine. Da sind rechts sind die, ist die Brut. Erst in einigen Wochen, wenn wirklich genug Arbeiterinnen da sind, werde ich die dann abgeben, verlosen. Ich weiß es noch nicht. Ich muss gucken, wie viel Interesse besteht, wer denn alles möchte. Da sind zwei drin. Mit mega viel Brut. Die werde ich auch behalten, die werde ich nicht abgeben, so, dass ihr es gleich wisst. Je nachdem, wie viel Interesse besteht, wer alles möchte, werde ich das dann dementsprechend da hinten auch. Na? Recht wenig Bewegung, muss ich mir nachher nochmal genauer angucken. Und je nachdem, was noch übrig bleibt, im Endeffekt, da ist auch mega viel. Und dann haben wir nochmal zwei. Ja. Zaubern mit der Ratte. So, da. Na, ein bisschen näher ran. So, nochmal. Und dann die letzte. Direkt daneben. So, da sind auch nochmal zwei drin. Drei, Entschuldigung. Drei. Mit einem richtig großen Haufen. Oh, jetzt mach halt scharf, das ist so doof. Da. Also richtig viel. So. Wie gesagt, werde ich abgeben, verlosen, sonst irgendwas. Wie gesagt, je nachdem, wie viel. Ihr könnt da gerne in die Kommentare schreiben, wer gerne eine hätte. Eine kleine Kolonie. Und dann werden wir sehen, wie viel Resonanz da und wie viel das überstehen werden hier, dann bis dann wirklich eine Kolonie entsteht. So, jetzt zu dem, was ich entdeckt habe. Und ich freue mich da ein bisschen drüber. Ist natürlich auch ein bisschen schlecht. Aber im Prinzip haben wir hier, ich habe, kurze Geschichte, ich habe einige Lasius Niger gefangen, so wie die meisten wahrscheinlich von euch, die ins Glas, die hatte noch Flügel, habe dann gewartet und gewartet und gewartet und irgendwie ist nichts passiert, in die Winterruhe, wieder raus, gewartet, gewartet, nichts passiert. Dann denke ich mir so, na gut, dann wird sie wahrscheinlich nicht befruchtet worden sein. Ich habe mich geirrt. Sie wurde befruchtet. Allerdings nicht von einem Ameisenprinzen, sondern, wie man diesem orangenen Kokon sieht, von einer Fliege. Das Thema hatte ich schon mal mit zweien. Damals habe ich die Kokons rausgenommen. Diesmal werde ich es nicht tun. Ich werde es der Königin überlassen. Die wird sowieso das Ganze nicht überstehen, weil sie ja nicht wirklich befruchtet wurde, sondern nur von einer Wespe oder einer Fliege. Ich hab den genauen Ding nicht mehr im Kopf. Ihr könnt dann nochmal auf Wikipedia nachgucken. Ich setze den Link auch in die Beschreibung, wenn ich es nicht vergesse.
wo dann die Larve im Endeffekt in der Ameisenkönigin aufwächst, dann irgendwann rauskommt, sich verpuppt und es dann zur Fliege wird. Ja, Schlupfwespe, Fliege. Soweit ich weiß, ist eine Fliege keine Wespe, aber ich muss auch nochmal nachgucken. Ich habe jetzt da nicht mehr das gestern kurz entdeckt. Wollte eigentlich gleich ein kleines Video machen, war aber knapp dran mit meiner Zeit. Deswegen heute. Also, hier ist der Parasit. Der Lasius niger. Ameisenparasit. Das Licht ist ganz toll, spiegelt wie die Sau. Da hinten dieser orangene Kokon. Ich werde das weiter beobachten. Ich werde da Updates dazu geben und immer mal wieder reingucken, weil das wird jetzt, glaube ich, richtig interessant, wie die dann nachher. Die Königin kümmert sich jetzt dann um diesen Kokon, um diesen einzelnen und wie dann nachher da die Fliege rausschlüpft. Abhauen kann sie ja nicht, das finde ich auch ganz gut. Und dann kann man uns die Fliege dann, wenn sie fertig ist und ausgeschlüpft, na, mal ganz genau angucken. Ich hoffe, ihr seid so begeistert wie ich. Wie gesagt, es tut mir ein bisschen leid um die Königin, aber das, so ist die Natur. Im Prinzip ist das jetzt hier reines Wissen, wo man sich hier ein bisschen aneignen kann. So. Im nächsten Video gucken wir uns die drei, meine drei. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nein, ich muss mal gucken. Ihr könnt euch natürlich wieder was wünschen, was ihr als nächstes sehen wollt. Jetzt, irgendwas war noch irgendwas Wichtiges, was ich sagen wollte. Ja, Projekt Neschbauer, das muss ich nochmal überarbeiten. Das habe ich ja geschrieben gehabt auf einen Kommentar. Das muss ich nochmal komplett neu, glaube ich, überdenken. Das Grundprinzip bleibt zwar gleich, aber das ist irgendwie noch nicht ganz so ausgereift, wie ich das gerne hätte. Aber die Kolonie, die da rein soll, ist auch noch nicht so groß, dass ich jetzt Eile hätte. Da ist noch Luft nach oben. Da muss ich sowieso noch mal schauen, erst wenn die wirklich, wirklich, wirklich groß genug ist, kann ich die einsetzen. Das heißt, bis dato, das wird, glaube Ende des Jahres werden oder sogar noch länger. Vielleicht sogar erst nächstes Jahr. Deswegen habe ich dann noch Zeit und ich werde mir die Zeit auch nehmen, weil ich da gern was machen würde, wo dann dauerhaft funktioniert. So. So viel dazu. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Danke fürs Zusehen und fleißig Kommentare schreiben. Ne? Bis dann. Tschüss, euer Schwabe.